Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight in Yamaoka Anwesen mit der Talita Lyra. Freund oder Feind? Freund? Gut. Ja, sie ist jetzt die Schwester vom Renato Lyra. Und das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich mit ihr spiele. Und wir spielen gegen die Krankenschwester. Und sind so dreist und gehen hier wieder hin. Ja, im Laufe der Folge werde ich euch ihre drei eigenen Perks vorstellen. Wenn die Krankenschwester mich lässt. Und ich hoffe natürlich, dass ich dem Entitus entkommen kann durch das Tor. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich hab immer das Gefühl, dass ich einen kleinen Terrorradius höre. Aber das ist wahrscheinlich nur Einbildung. So wie man sich das Wiegenlied der Jägerin einbildet, was man hört, wenn man es einmal gehört hat. So, danke, Dwight. Wo laufen wir hin, Dwight? Ich folge dir. Okay, ich folge dir nicht. Oh, da ist ein Jen. Ein Jen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Jetzt aber Puls. Ja, ich fange einfach mal mit dem ersten Talent an. Wettkampf unter Freunden. Der Gemeinschaftsgeist bei einem Wettkampf lässt dich aufblühen, wodurch du auch die Begeisterung anderer wächst. Krankenschwester, bleib mir weg. Ziehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Schön wegbleiben. Ich möchte einen Wurz Perk vorstellen. Glaube ich jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Konnt ihr die mich bitte aus der Entfernung treffen? Kate, mein Jen fertig. Das ist aber gemein. Darf sie aber. Hier muss ich weg. Hier ist die Killer-Tür. Ja, wo war ich stehen geblieben? Wettkampf unter Freunden, genau. So, dieses Talent wird aktiviert, wenn es dir gelingt, zusammen mit mindestens einem anderen Überleben die Reparatur eines Generators abzuschließen. Was ich ja vorhin fast geschafft hätte. Du und andere Überlebende, die zusammen mit dir die Reparatur abgeschossen haben, erhalten für 75 Sekunden eine um 5% erhöhte Reparaturgeschwindigkeit. Diese Fähigkeit kann bei einem Überlebenden immer nur einmal aktiv sein. Okay. Das heißt, wenn ich mit einem anderen die Reparatur zu Ende gemacht habe, erhalten wir 75 Sekunden eine 5%ige erhöhte Reparaturgeschwindigkeit auf den nächsten Generator. Da müssen wir aber dann ganz schnell zu einem laufen. Ja, okay. Dann haben wir das andere Talent oder Perk von ihr. Ungebändigt. Du bist schon oft genug in Schwierigkeiten geraten. Du weißt, wie man da wieder rauskommt. Na, das brauche ich definitiv. Dieses Talent wird aktiviert, wenn du während einer Jagd einen hastigen Sprung ausführst.
Wenn dieses Talent aktiv ist, sind deine hastigen Sprünge für bis zu 6 Sekunden nicht zu hören. Ein erfolgreicher hastiger Sprung während dieser Zeit setzt den Timer zurück. Dieses Talent hat eine Abklingzeit von 45 Sekunden. Okay. Wenn ich während einer Jagd also irgendwo drüber springe, sind meine Sprünge für 6 Sekunden lang nicht zu hören. Und das heißt, wenn ich jetzt hier über das Fenster springe und dann wieder über eins, in einer schnellen Folge, dann wird das nicht zu hören sein. So, ich gehe schon mal hier zum Ausgang, weil der nächste Generator wird jetzt gleich fertig sein. Habe ich ja kaum Zeit, das dritte vorzustellen. Teamwork, starkes Duo. Es ist schwer, mit dir mitzuhalten, aber das hindert die Leute nicht daran, es zu versuchen. Nachdem du einen Überlebenden geheilt hast, bewegt ihr beide euch 5% schneller. Dies gilt, solange du dich nicht weiter als 12 Meter von dem von dir geheilten Überlebenden entfernt oder bis einer von euch beiden einen Gesundheitsstatus verliert. Teamwork, starkes Duo, kann nur einmal alle 140 Sekunden ausgelöst werden. Der Effekt Teamwork, starkes Duo, kann bei einem Überlebenden immer nur einmal aktiv sein. Kuckuck. Okay, ich bin raus. Dankeschön. So, möchtest du mir noch einen Schlag geben? Ja? Ja? Okay, dann nicht. Nun gut. Ja, es war jetzt nett von der Krankenschwester, da so ein bisschen mitzuspielen mit dem Links-Rechts-Kuckuck-Spiel, aber okay. Gut, aber ich glaube, ihr war auch bewusst, dass das dann, dass sie keinen Kill oder keinen Aufhängen mehr bekommt. Ich glaube. Ah ne, Dwight ist auch schon raus. Ah, sie hatte nur einen eisernen Griff dabei. Okay, ja. Ah, ich könnte. Boah, ich weiß nicht. Er hatte bestimmt eine Aufgabe, aber ja gut, bei den Punkten her, ich glaube, keiner hat gehangen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich mehr darauf konzentriert, ihre drei Perks vorzustellen. Aber nun gut, ich habe ja einmal hier diese umwickelter Umschlag gedroppt. Das heißt 25% für alle in allen Kategorien. Ja, wie gesagt, Wettkampf unter Freunden, das Talent, ungebändigt das Talent und Teamwork, starkes Duo. Das sind die drei eigenen Perks von Talita Lyra. Ja, optisch macht sie definitiv auch was her. Schönes Haarband, schönes Oberteil, was ja sehr auffällig ist. Und ich glaube, man sieht es nicht so ganz, aber Flipflops oder so Sandalen. Ja, also sie und ihr Bruder Renato sind ja so ein bisschen hawaiianisch angehaucht, möchte ich mal sagen. Und bringe natürlich auch ein bisschen frischen Wind ins Spiel hinein. Und natürlich auch die neue Killerin, die Schädelspalterin. Nee, heißt es Schädelspalterin? Die Schädelhändlerin, so. Ich will immer Schädelspalter sagen oder Schädeljäger, aber nee, es ist die Schädelhändlerin. Ja. Ja, das war die Vorstellungsrunde mit Talita Lyra. Gott sei Dank sind wir entkommen. Es war eine Krankenschwester, die nicht so oft gespielt hat. Ich denke mal, dass es darum zum Sieg von uns allen gekommen ist. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr es fandet. Ob ihr auch schon mal Talita gespielt habt, würde mich interessieren. Lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Und ich hoffe, euch beim nächsten Video auch begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.